das war wieder eine Turnübung. Der Apple-Event ist überstanden. Hier hinten hat alles stattgefunden. Ich sitze immer in der hintersten Reihe, dass ich dann ganz schnell nach da hinten rennen kann, wo es ganz dunkel ist. Da hinten ist die Hands-on-Area. Und da renne ich jetzt hin und dann bin ich gleich wieder zurück mit ein paar ersten Eindrücken der neuen Handys und natürlich der Ultra-Uhr, meinem großen Highlight. Also, bis grad. Ja, das war jetzt wieder ein Gedränge da unten, aber ich glaube, ich habe mich wacker durchgekämpft und eine der ersten Apple Watches Ultra in die Finger, respektive ans Handgelenk bekommen. Ich habe mir die Uhr sehr, sehr lange angeschaut. Wirklich, ich muss sagen, sie gefällt mir außerordentlich. Ich habe große Freude daran. Nein, es ist keine Patek Nautilus, wie ich vielleicht erst dachte. Es ist eher eine Garmin, vor allem eine G-Shock. Mich hat es an eine G-Shock-Uhr erinnert, aber im hellen Titan sehr schön. Ich bin auch froh, dass es keine dunkle Option davon gibt. Also die hat wirklich sehr, sehr schön ausgeschaut, mit den orangen Elementen auch noch. Und ja, am Arm geht es auch noch. Ich habe mir da wirklich Sorgen gemacht, dass sie zu groß ist. Ist sie nicht. Ich kann sie problemlos tragen. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht, dass die Armbänder nicht mehr passen. Aber auch da kann ich Entwarnung geben. Ich habe es ausprobiert. Ich habe mein altes Metall-Link-Armband von 2015 dran gemacht und es passt perfekt. Weil die Uhr natürlich ein bisschen größer ist, muss man dann vermutlich ein Glied aus der Kette rausnehmen, weil es ja die Länge des Armbandes dann auch verlängert, weil die Uhr ein bisschen länger ist. Dann, was man auch sagen muss, die Armbänder, die dabei sind, das Alpin-Armband ist unglaublich schön geworden. Das ist da mit diesem Titanium-Haken, den man einhängen kann. Das andere, das Meeresarmband, hat mir auch sehr gut gefallen. Das letzte Armband, das unglaublich dünne, habe ich noch nicht anschauen können. Da muss man dann in aller Ruhe mal schauen. Aber jetzt war wirklich das Gedränge sehr groß, dass man sich da als Journalist immer so auf ein, zwei Sachen stürzen kann und sich die anschauen kann. Aber ich muss sagen, die Ultra-Uhr gefällt mir sehr gut. Wirklich ein großes Highlight für mich. Ich bin gespannt, wie sie sich dann im Alltag schlägt. Da folgt dann natürlich ein Test hier auf dem Kanal. Keine Sorge, Abo abschließen an der Stelle. Und dann, was ich mir auch noch angeschaut habe, ist das neue iPhone Pro mit der lustigen Dynamic Island oder wie das Ding oben heißt, halt das, ja, der schwarze Klecks in der Mitte des Bildschirms. Der ist wirklich sehr gut gemacht, stört überhaupt nicht. Oh, wer funkt mir da dazwischen? Ich habe keine Zeit für Telefonate jetzt. Wir müssen noch fertig sprechen. Hi. Also das Pro hat mir wirklich sehr gut gefallen mit dieser Dynamic Island, die hat wirklich schön ausgeschaut, ist lustig gemacht. Ob man im Alltag so viel davon merkt, weiß ich nicht. Wo ich viel mehr gespannt bin, ist natürlich die Kameras. Aber da müssen wir dann wieder so ein Deep Dive-Interview-Video dazu machen, wo ich es im Detail anschaue. Gerade mit diesem 48-Megapixel-Sensor bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich der im Alltag schlägt. Aber auch dafür haben wir noch mehr als genug Zeit. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die AirPods Pro jetzt einen Lautstärkeregler am Stummel haben. Das ist super praktisch. Alles Weitere dann, wenn wir die Geräte in den Händen haben, wenn wir mehr Zeit haben. Das muss mal reichen für ein erstes, ja, kurzes Video zum Event. Ich muss das schließlich auch noch zusammensetzen. Also, falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr es blöd fandet, Daumen nach unten. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Gibt ja noch ein bisschen Gesprächsbedarf, würde ich sagen.